Man versetzt sich in die Ebene. Durch einen Punkt P innerhalb eines Kreises C mit Zentrum O und Radius R zieht man zwei Geraden D1 und D2, die orthogonal zueinander sind. Man bezeichnet einen Schnittpunkt von D1 und C mit A1 und einen Schnittpunkt von D2 und C mit A2. Die Mitte der Strecke A1-A2 heißt M. Erstens, stelle diese Angaben klar und präzise grafisch dar. Zweitens, beweise die Gleichheit OM² plus PM² gleich R², wo diese zwei senkrechte Striche die zwei Punkte einschließen, die Länge der Strecke bezeichnen, die diese zwei Punkte bilden. Beginnen wir mit der grafischen Darstellung. Hier ist ein Punkt P innerhalb eines Kreises C mit Zentrum O und Radius R. Durch diesen Punkt P ziehen wir zwei Geraden D1 und D2, die orthogonal zueinander sind. Dieser Punkt ist einer der zwei Schnittpunkte von D1 und C, den bezeichnen wir mit A1. Dieser Punkt A2 ist einer der zwei Schnittpunkte von D2 mit C. Die Mitte der Strecke A1-A2 heißt M. Der Punkt 1 ist erledigt. Kommen wir jetzt zum Punkt 2, zum Beweis dieser Formel. Der Abstand zwischen O und A1, das ist derselbe wie der Abstand zwischen O und A2, denn beide Abstände sind gleich zum Radius dieses Kreises C. Und da diese beiden Abstände gleich sind, ist dieses Dreieck A1-O-A2 gleichschenklig in O. Und demzufolge ist diese Mittellinie OM von diesem blauen gleichschenkligen Dreieck automatisch auch Höhe von diesem Dreieck, also ist dieser Winkel OMA1 ein rechter Winkel, 90 Grad. Und demzufolge ist dieses Dreieck OMA1 ein rechtwinkliges Dreieck, in dem der Satz des Pythagoras ergibt, dass OM² plus MA1² gleich ist zu OA1². Aber OA1, das ist der Radius vom Kreis. Nennen wir diese Gleichheit Gleichheit 1. Der Winkel A1PA2 ist ein rechter Winkel, weil D1 und D2 orthogonal zueinander sind. Und demzufolge ist dieses Dreieck A1PA2 ein rechtwinkliges Dreieck in P. Demzufolge ist die Strecke A1-A2 automatisch Durchmesser vom Umkreis von diesem magenta rechtwinkligen Dreieck A1-PA2. Somit wissen wir, dass der Abstand zwischen M und A1 der Radius von diesem grünen Kreis ist, aber der Abstand zwischen P und M auch. Und somit sind diese zwei Abstände MA1 und PM gleich. Nennen wir diese so erhaltene Gleichheit 2. Und wenn wir 1 und 2 mischen, dann sehen wir, dass wir hier den Abstand zwischen M und A1 ersetzen dürfen durch den Abstand zwischen P und M. Und somit erhalten wir genau die Formel, die wir beweisen sollten.